Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Witcher Wild Hunt. Und wir haben jetzt hier erstmal ganz wichtig und glorreiche Mission vor uns. Loot. Loot ist wichtig, weil... Ah, Schmuggler versteckt. Ah, kleiner Zoria-Runstein, leeres Markt, leere Flasche, Lederstücke. Lederstücke ist auch gut, das braucht man. Dunkeleisenerz, Harz und Schnur. Dunkeleisenerz, ein Haufen Erze und Öle, das ist alles super. Ich danke diesen Schmugglern, die hier ihre Sachen versteckt haben. Ich hoffe, die ärgern sich nicht allzu sehr, dass die dann weg sind. Also, warte mal. Wir können vielleicht nochmal ganz kurz hier einen Umweg hinmachen, bevor wir dann Richtung Zielgebiet laufen. Ich hoffe, das ist okay. Ich ganz gerne auch diese Fragezeichen aufdecken würde und sehen würde, was uns da so erwartet. Ich meine, allein so ein Schrein der Macht bringt uns ja einen Fähigkeitenpunkt mehr. Und das ist ja schon mal ordentlich was wert. Oh. Da brennt Feuer. Da sind Deserteure. Ich zeig mir schon mal mein Schwert. Ich glaube nicht, dass die freundlich gesinnt sind. Und ich glaube, da hat uns auch schon einer entdeckt. Ohoho! Nette Aktion. Au! Warte mal, da ist noch ein Bogenschütze, den holen wir uns natürlich als erstes. Ah, Banditenlager, okay. Alter, wow! Yes! Nette Aktion. So, da, mit dem müssen wir aufpassen. Nur uns erstmal den hier. Ich liebe das Always Dismember, diese Mod, die sorgt halt dafür, dass man teilweise die wirklich auch im Kampf durchhackt und nicht nur der letzte des Kampfes. Das macht einiges aus von der Optik. Komm schon, trau dich. Ah, der ist der Anführer, deswegen hat er auch so viel, so ein hohes Level. Naja, komm ran hier, hä? Ich habe all deine Männer gekillt, hast nicht ein bisschen Schiss? Und ich beherrsche das Feuer. Au, fuck. Warte mal, ich nehme mal Art. Ich glaube, der ist vielleicht besser. Oh shit, auch nur ein Treffer. Au! Ein Pisser. Okay, ich nehme wieder Igni. Ja, haut zu. Ein Treffer noch und du bist tot, mein Freund. Ich sag nix. Oh Mann, wo ist denn das Lager? Das müssen wir nochmal looten, fix. Oh, warte, hier ist wieder ein Blümchen. Ist das Schöllkraut? Ja, Schöllkraut, sehr gut. Schöllkraut brauchen wir nämlich noch ganz, ganz viel. Für zwei Rezepte brauchen wir jeweils irgendwie fünf oder so. Oh, zerriebene Perle, abgenutzter Lederbalk, Kronen, Lederstücke, Lederbänder und das, was die Typen halt bei sich hatten. Okay, also haben wir leider wieder ein bisschen was essen müssen, weil ich nicht oft genug ausgewichen bin. Ich Kackbohnen. Also bei diesem Typ mit der Axt muss man echt aufpassen. Die kann man im Prinzip wirklich nur ein einziges Mal treffen, nachdem sie ihren Treffer verkackt haben. Oder halt, wenn man sie vorher irgendwie mit Art oder Igni kurz betäubt. Aber ansonsten blocken die jeden deiner Schläge und machen sofort einen Konterangriff. Und das heißt, du musst da echt sehr langsam und in Ruhe das Ganze angehen bei denen. Und man muss sich die halt auch zum Schluss aufheben, bis zum Schluss. Und vorher erstmal die anderen klar machen. Ah, da brennt aber auch irgendwas da vorne. Oh, warte mal. Ich speichere wirklich mal. Ich habe das vergessen, nach der letzten Folge zu machen. Ich hoffe, das ist okay, dass wir das hier mal ganz kurz einfügen. Ah, das ist wahrscheinlich von dem Dorf. Ich mache mal hier eine Markierung hin und dann gucken wir uns das mal da vorne an. Ich könnte auch mein Pferd mal wieder rufen. Ich bin irgendwie lieber zu Fuß unterwegs, weil ich immer Angst habe, dass mein Pferd stirbt. Und das müssen wir ihm ja nicht antun. Ah, ach, die Sonne geht einfach wieder auf. Boah, ist das schön. Boah, sieht das geil aus. Okay, warte mal, ich glaube, der Punkt ist irgendwo da oben. Ah, hier kann man, glaube ich, hoch. Warte mal, das sieht irgendwie sehr einland aus. Ich glaube, der Punkt liegt da oben. Ah ja, hier kann man hoch. Hier wahrscheinlich rüberhippen. Hier auch nochmal hoch. Oh, Ruinen der Amavet-Festung. Oh, Gegner. Stahlwaffe und Kampf. Kommt dran hier, wenn ihr euch traut. Ach shit, das haben wir den Anführer als Ersten. Ist auch okay. Okay, warte mal, da ist noch einer. Erstmal den noch platt. Und da unten sind noch ein paar laute Karte. Ach, das sind Wölfe da unten. Okay. So, mein Freund, komm her hier. Jetzt bist du dran. Mann gegen Mann. Da machst du Schiss oder was? Komm, kämpfe! Ich weiß auch nicht, ob ich so einen schweren Schlag parieren kann. Ich glaube nicht.
hier ist nicht mehr, mein Freund. Time to end this. Oh. Ein bisschen Leinen von ihm bekommen und wir können es wieder umschauen. Ich check gleich mal mein Inventar, weil wir haben ja eben gerade schon einen Haufen gelootet, ohne es zu merken. So. Chemistenpulver, ein Fläschchen. Was haben wir da unten? Oh, nochmal ein Fläschchen. Ah, ne, eine gekritzelte Notiz. Die schauen wir uns gleich mal an. Leere Flasche, kleine Igniglyph ist sehr gut. Da machen wir nämlich Feuerschaden, wenn man das auf eine Waffe packt, die den entsprechenden Slot hat. Oh, Schema, Viperstahlschwert, wie fett und ein Verhörprotokoll. Oh, wie geil, Schatzsuche Viperstahlausrüstung. Oh, nice, nice, nice. Gucken wir uns gleich alles mal im Inventar fix an. Also erstmal im Inventar mal ganz kurz hier irgendwelche Prügel, die machen nicht allzu viel Schaden. Welche schlechten Schwerter von denen. Hier diese Glyphes. Die Glyphen sind halt super gut. Die kann man alle benutzen. Die Runensteine und Glyphen. Um seine Ausrüstung zu verbessern. Die braucht man halt gute Ausrüstung, die auch Slots dafür verfügbar haben. Oh, ein Knödel zum Essen. Verhörprotokoll. Ort Armavet-Festung. Beteiligte Personen. Ritter Ignatius Verrier. Bart. Gerichtsdiener. Ich weiß nicht, was Bart heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Andreas Blume, Ritter Ignatius Untergebene, Carmi, Gardi und Belsi, Verdächtiger Kolgrim, Hexer der Vipernschule. Okay. Der Hexer Kolgrim wird beschuldigt, Witti entführt zu haben, den Sohn von Paul, einem Imker in Weißgarten. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen. Bei der Verhaftung wurde er durchsucht und es wurde ein Schema zum Schmieden eines Stahlschwerts sichergestellt. Das heißt, wir haben Vipern-Stahlschwert hier gefunden, finde ich cool. Es besteht der Verdacht, dass dieses Schwert verwendet wurde, um das entführte Kind einzuschüchtern oder womöglich zu töten. Er hat doch bloß ein Schema gefunden. Naja, egal. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte über weitere Schemas zum Schmieden todbringender Waffen verfügt, obwohl sie bislang nicht gefunden wurden. Ritter Ignatius hat ein vorläufiges Verhör mit Anwendung von Folter angeordnet. Dieses erfolgt, sobald ein Folterer mit geeigneten Qualifikationen gefunden wurde. Addendum. Es hat sich später herausgestellt, dass für das Verschwinden des Jungen Ertrunkene verantwortlich waren. Leider starb Kolgrim, bevor diese Information die Ermittler erreichte. Also ein Pech aber auch. Der Hexer hatte ein Ordal dem Urteil des Ritters vorgezogen. Ritter Ignatius war einverstanden und befahl, die Gruft der Familie Verrier von Geistern zu befreien. Kolgrim hat die Gruft nicht mehr verlassen. Wahrscheinlich hat ihn die Ansammlung von Geistern, Erscheinungen und bösen Mächten darin überwältigt. Das ist dadurch jetzt ein Queststart für neue Ausrüstungsstücke für Schemas, glaube ich, wodurch wir Vipern-Stahlschwerter herstellen können. Die Vipern-Schule ist eine der vier Hexerschulen. Es gibt ja vier. Es ist die Wolfsschule, die Bärenschule, die, ich glaube, Greifenschule und die Vipern-Schule. Im Prinzip sind, glaube ich, Wolfs- und Bärenschule schon so ziemlich nicht mehr vorhanden. Oder zumindest trifft man selten auf entsprechende Mitglieder. Und die Vipern-Schule ist in Ungnade gefallen, weil die eben angefangen haben, sich als Söldner zu verdienen. Die haben angefangen, ihre Fähigkeiten an Könige und Ähnliches zu verkaufen. Und dadurch sind die halt welche, die in weniger eben auftauchen. Also ich glaube auch der Bösewicht, der in Witcher 2 auftaucht, ist glaube ich auch ein Hexer aus der Vipern-Schule. Ich habe seinen Namen leider vergessen. So ein stämmiger Typ mit Glatze. Und wir haben halt nochmal was gefunden. Zornig hingekritzelte Zeilen. Wofür soll ich sterben, verdammt? Für Temerien! Vater ist dafür gestorben, meine drei Brüder sind dafür gestorben und was war ihr Lohn? Nichts! Nicht mal ein anständiges Begräbnis. Vater hat immer gesagt, ein kluger Mensch lernt aus den Fehlern anderer und ich lerne gerade aus seinen Fehlern. Statt für Temerien zu sterben, werde ich diejenigen ausrauben, die Söhne Temeriens töten. Oh, das ist aber eigentlich sogar okay, finde ich. Wir haben ein Lager aufgeschlagen an einem guten Platz, mitten im Wald, in der Nähe der alten Mühle und jetzt sind wir bereit für unseren ersten Raubzug. Das finde ich aber von der Logik auch wieder in Ordnung. Also es ist, natürlich rauben sie trotzdem irgendwelche wahrscheinlich sogar unschuldigen Leute aus und es ist unmoralisch, aber er raubt ja jetzt die aus, die eben seine Verwandten sozusagen und Freunde töten, beziehungsweise seine Stammesangehörigen, nenne ich es jetzt mal so, ihr wisst, was ich meine. Und insofern finde ich das okay. Charaktereinträge gab es zum Glück bisher keine weiteren. Ich habe aber auch die alten noch nicht vorgelesen. Es sind einfach so viele, es ist unglaublich. Aber ich kann ja mal ganz kurz im Bestiarium vielleicht etwas über einen Bären erzählen. Den haben wir in der letzten Folge gekillt. War ein schwerer Kampf. Oh, ich sehe gerade, Quen wird empfohlen. Na logisch, weil der so viel Damage macht. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Aber gut, mit Igni hat es auch ganz gut geklappt. Kennst du das Lied vom... kennst du das Lied vom Bären, der auf den Berg stieg, um zu sehen, was von dort zu sehen ist? Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Wenn ein Bär auf einen Berg klettert, tut er das nicht, um Ausschau zu halten, sondern um zu jagen und zu töten. Jane Oldak, königlicher Jäger. Bären sind Allesfresser. Was bedeutet, dass sie Menschen ebenso wenig verabscheuen wie Bären, Wurzeln und Lachs?
Wenn sie Menschen verschlingen, dann sind das hauptsächlich Reisende, die unvorsichtigerweise in ihr Revier eingedrungen sind, oder Jäger, deren Ziel es ist, diese Tiere zu erledigen. Es gibt mehrere Arten von Bären: Schwarzbären, Polarbären und Höhlenbären. Ich glaube, das hier war ein Höhlenbär, den wir vor uns hatten. Sie unterscheiden sich in ihrer Farbe, aber auch in ihrer Größe und Stärke voneinander. Allen ist jedoch eine Sache gemein: die nahezu unübertroffene Fähigkeit zu töten. Oh ja, das war wirklich ein krasser Fight. Ertrunkene. Am Ufer muss man still sein. Erstens, um die Fische nicht zu verscheuchen, und zweitens, um keine Ertrunkenen anzulocken. Yannick von Blaviken, Fischer. Und ging dies Igni gut? Ja, das hat man auch gesehen. Ein Ertrunkener sieht aus wie eine Leiche vom Grunde eines Sees. Er ist von kränklich blauer oder grüner Farbe, sondert aus jeder Pore Schleim ab und verbleitet üblen Verwesungsgestank. Klingt richtig sexy. Daher wird weithin angenommen, dass Ertrunkene ebenso wie ihre gefährlicheren Verwandten, die Wassermänner, Moddernixer und ertrunkenen Toten, aus den Leichen von Leuten entstehen, welche in flachem Wasser ertrunken sind. Verirrte Reisende, die in die Sümpfe geraten, Kinder, die zu weit hinausgeschwommen sind, oder im Falle von Wassermännern betrunkene Bauern, die von den schmalen Sumpfstegen gefallen sind. Das heißt, je nachdem, wer da stirbt, entstehen auch unterschiedliche Ertrunkene, die auch stärker sein können. Ich glaube, die Toten, ertrunkenen Toten gibt es, glaube ich, nur im Wasser, in tiefen Wassern. Das würde irgendwie Sinn machen. Tutorial, ja, das brauchen wir nicht alles lesen. Ihr habt auch noch nicht in die Kommentare geschrieben, fällt mir gerade ein, ob ich, wie ich mit diesen ganzen Informationen und sowas umgehen soll. Also ob ich euch möglichst viel vorlesen soll oder möglichst gar nichts. Schreibt es mal noch rein. Stahlbahn. Ich guck mal ganz kurz bloß, was man für dieses Viperstahl. Oh, wir können das sogar schon herstellen. Aber wir brauchen dafür einen guten Waffenschmied. Und wir müssen Stufe 2 sein, um es zu verwenden. Also wir werden es auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit mal herstellen. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal zu der Quest. Ich glaube, ich ziehe euch jetzt hier schon lang genug. Ich werde mal hier noch eine Markierung setzen, aber wir gehen erstmal zu der Quest hin und nehmen die an und gucken uns die an. Ich jetzt schon lange genug warten lassen. Und ich glaube, diese andere, die sind weit über die Karte verteilt, diese einzelnen Schatzsuchenobjekte. Die macht man dann so nach und nach. Das hat jetzt, glaube ich, keinen Sinn, da gezielt hinzulaufen, weil wir dann... obwohl, wir können eigentlich mal schauen. Warte mal, doch, wir gucken mal. Quests. Schatzsuche. Empfohlene Stufe ist 6. Finde Golgims Überreste. Wir gucken mal ganz kurz auf der Weltkarte, wo uns das hinführen würde. Ach, tatsächlich da oben irgendwo. Aber das ist ja auch weit entfernt für den momentanen Zustand. Ja, wir machen erstmal die Quest, die wir jetzt hier haben. Im Kampf gefallen und werden uns dann später noch der anderen widmen. Ich würde ganz gerne die Wölfe da unten killen. Ich erwähne nochmals, der Fallschaden bei Witcher ist unglaublich hoch. Selbst der größte Krieger stirbt, wenn er aus der niedrigsten Höhe fällt. Und da muss man echt tierisch aufpassen bei dem Game hier. Und gerade mit der manchmal doch ein bisschen hakeligen Steuerung ist das sehr ärgerlich, wenn das mal passiert. Okay, gehen wir wieder hier runter. Sehr gut. Und dann müssen wir mal gucken. Autsch. Ich habe keinen Schaden bekommen. Da hinten geht's hoch. Sehr gut. Da sind wir schon im Dorf quasi. Dann lass die Wölfe jetzt einfach der Wölfe sein. Lassen wir die in Ruhe weiterhin irgendwelche armen, unschuldigen Dörfler überfallen und töten. Ist in Ordnung. Ich denke mal, euch ist das auch lieber, wenn ich jetzt erstmal hier zur nächsten Quest gehe. Oh. Hey, der ist ja richtig zerstört, das ganze Dorf. Das hieß ja, glaube ich, auch so, zerstörtes Dorf. Ich habe gerade ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, irgendwelche Häuser zu looten, aber ich glaube, das können wir den Leuten echt nicht antun. Können wir das hier looten? Dieser Frucht, okay. Mit wem redet er denn? Ach, mit dem Hund. Oh. Reden wir mal mit Dune. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastian's. But guess he's mine now. See, Bastian fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Krass. Bloody hell. Krass, was die Leute machen, um nicht in den Krieg zu ziehen. Wow. Hast du dir das Schlachtfeld denn schon angesehen? I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpses feeding. Someone told me they're afeard of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Come with me. Keep the ghouls off. Help me find Bastian and I'll pay you well. Okay. Na gut. Machen wir. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle.
chances we find your brother alive are slim. Yep. Very slim. Who would have thought? But I want to find his body at least, so Bastion don't rot there in the sun with the black ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Die Schwarzen sind keine Schwarzen im Sinne der Hautfarbe, sondern es sind die Nilfgaarder. Die tragen halt schwarz, schwarze Kleidung und so, deswegen nicht wundern. Das war zwar schon Rassismus, aber es war halt eher gegenüber einer anderen Nation und nicht gegenüber irgendwelchen schwarzen Menschen. Oh, ein Haufen Ertrunkener. Warte mal, Silberschwert. Silberschwert. Und runtergehüpft. So, lass knacken. Offensichtlich was zu looten. Ein bewachter Schatz ist das hier. Ein Haufen Tod liegen ja schon, ey. Kommt dran hier. Das sind aber auch viele, ey. Müssen wir aufpassen. Gerade weil die im Level echt über uns sind. Kommt dran. Hier ist wieder aufgeladen. Ah, shit. Da war ich zu langsam. Ah. Oh, fuck. Oh. Alter! Letzten Spielstand laden, aber sowas von... Okay, ich weiß nicht, wann ich... Ich hoffe, das automatisch speichern war, nachdem wir die Quest angenommen haben. Alter Verwalter! Okay. Offensichtlich sollte man sich mit Level 1 nicht unbedingt mit Level 3 und 4ern anlegen und vor allem aufpassen... Ja, war's. Okay. Dass man nicht allzu oft getroffen wird. Wir versuchen es nochmal. Lass ich nicht auf mir sitzen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir bleiben mehr auf Distanz. Wir achten darauf, mehr Igni zu verwenden. Und nicht so sehr in den Nahkampf zu gehen. Hätte ich jetzt eine Armbrust schon, könnte man die auch rauspullen. Aber die gibt es leider erst später. Ich will jetzt nicht spoilern, aber die hat man ja in sämtlichen Trailern schon gesehen. Deswegen dachte ich, das ist okay, wenn man das jetzt einfach mal so sagt. Toll, ich habe den Linken erwischt und nicht den, den ich erwischen wollte. Das ist cool, wir kämpfen gerade nur gegen einen. Oh shit, jetzt kommt noch einer. Verdammt, das sind ja mehr als drei. Ach, scheiße, wie ging das denn? Zurück, 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 dass wir möglichst nur wieder den einen haben. Okay. Müssen mal die anderen im Auge behalten. Ey, bleib hier, Feigling. Komm her und kämpfe. Ja, komm ran hier. Ja, die sind nicht dumm, die Viecher. Auch wenn sie keinen Hirn mehr haben, so wirklich. Au! Der war verdient. Alter, Alter, Alter. Au! Was ist das? Der Tod des Schattens. Das war dein Kopf. Mistvieh. Okay. Heilen tun wir uns gerade noch ein bisschen. Das sollte reichen für den. Ah, fuck. Okay. Ist erledigt der Job. Zwei Truhen. Oh, ein cooles Schwert. Schema für einen neuen Gambeson und Manuskriptseite für einen Waldkauz. Neues alchemistisches Rezept. Neues Rezept. Und nochmal ein Schema für ein neues Schwert. Und nochmal Ekima-Absud und neue Stiefel. Ah, die hätte man zum Explodieren bringen können hier, die Fässer. Verdammt, die hätte man gut nutzen können gegen die Viecher. Oh, so, warte mal, ganz kurz mal Inventar... Quatsch. Ich werde gerade Inventar checken. Ist das Schwert denn besser? Ah, es hat zwar einen Slot für, mögliche Sachen, das aber ist nicht besser. Aber das hier ist besser. Da haben wir nochmal 2% Verbrennresistenz und wir hätten einen Slot, um da später was reinzupacken. Wir ziehen die mal an, die sehen ganz genauso aus. Okay, müssen auch langsam mal wieder Sachen verkaufen, ob es geht noch. Also allmählich müssen wir wieder zurück. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Vielleicht machen wir das nochmal fix. Also jetzt einmal nochmal ganz fix zum Ende hier die Sachen verkaufen gehen. Ich glaube, dann müssen wir aber erstmal wieder irgendwo hier hochkommen. Können wir erstmal kurz die Weltkarte checken. Wo sollen wir denn hin? Wir sollen jetzt als nächstes dahin zu dem Typen. Können wir vielleicht nochmal... Nein, lass erstmal Sachen verkaufen gehen. Das machen wir dann alles zusammen. Okay. Also für all die, die keinen Bock haben weiterzugucken, die können jetzt gerne ausmachen. Ansonsten werde ich jetzt nochmal fix Sachen verkaufen gehen. Wie gesagt, denkt mal dran, in die Kommentare zu schreiben, wie es aussieht mit dem Vorlesen. Also möchtet ihr gerne, dass ich die Sachen nochmal alle möglichst vollständig vorlese? Würdet ihr auch gerne, dass ich diese Charaktereinträge nochmal nachträglich vorlese, die jetzt da schon waren?
vielleicht nicht verkehrt, wenn man die Charaktere alle noch nicht so sehr kennt. Oder wollt ihr, dass ich nicht allzu viel vorlese, dass ihr mehr vom Spiel erlebt? Was ist denn hier passiert? Alter. Also sind hier wirklich in eine Welt gekommen, das sind temerische Soldaten. Also Weißgarten scheint wirklich gerade, der Krieg scheint gerade hier beendet geworden zu sein. Und wir haben gerade hier den Kampf sozusagen, der scheint sich irgendwo hier, ah ja, wahrscheinlich genau hier so abgetobt zu haben. Ja, da genau, wo das Ding hinführt. Eigentlich ist auch schon der Rand der Karte, merke ich gerade. Und hier scheint gerade diese Gegend dieser Welt scheint wirklich stark vom Krieg betroffen zu sein, weil hier sozusagen der äußere Vorposten von Nilfgaard ist und Nilfgaard hier den Kampf gewonnen hat anscheinend. Aber wir haben ja noch einiges zu tun auf dieser kleinen Karte. Wie man sieht. Und ich lese mal ganz kurz das vor. Was haben wir denn hier? Lesen. Anordnung A280-9. Das Begraben der Leichname erhängter Deserteure und Aufständischer ist hiermit strengstens verboten. Das Losstein von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. General Merwin Rossin, Vizekönig der Provinz Temerien. Okay, krasse Sache, die armen Menschen, ey. So, schnell reisen. Wähle mit dem linken Stick das Reiseziel und kannst dann quasi zu so einem grünen Dingspunkt hin schnell reisen. Zack. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ein Mutagen zum Verbessern der Fertigkeiten bietet einen höheren Bonus, wenn es farblich zu den Fertigkeiten passt. Ganz genau. Das habe ich ja in einer zweiten oder so Folge schon mal kurz erklärt. Ich hoffe, das war nicht zu kurz gefasst und zu unverständlich. So, mein Freund. Ich habe gehört, du machst mir gute Preise. Oder Freak zu mir gesagt. Penner. Was hast du denn so? Ich würde ganz gern. Die ist nicht so toll, die Waffe, die können wir verkaufen. Für dein Ernst? 2 Goldstücke? Was? Boah, da gehe ich aber nochmal beim Schmied vorbei. Der gibt mir da bestimmt höhere Preise. Was kriegst du mir denn? Reines Silber kann man bestimmt gebrauchen. Den Plunder kannst du eigentlich haben. Ja, hier so Servierplatten und sowas. Tabakpfeife, ich glaube, das Fell können wir noch gebrauchen. Die Leiter kann auf jeden Fall schon mal weg. Blödes Messer und so ein Schmu. Verwesenes Fleisch können wir, glaube ich, auch nichts mit anfangen. Benutzte Lederbalk scheint dann auch irgendwie nichts mehr zu bringen. Das sind alchemistische Zutaten, die brauchen wir. Obwohl, die Fälle können wir eigentlich auch verkaufen. Bringt halt mal wenigstens ein bisschen Geld, gerade für den Anfang. Ja, das passt. Sind wir wieder bei 200 ungefähr. Alter. Ja, da komme ich ja gerade gar nicht drauf klar. Was ist denn das? Das ist ja richtig dreist. 2 Goldstücke für ein Schwert. Ich wette, das ist jetzt nicht sonderlich gut. Ich gebe es zu, diese Schwerter, die wir da haben. Aber ich wette, wenn wir die kaufen wollten, dann würden die bestimmt locker irgendwie 50 oder 100 kosten oder so. Das ist richtig krass. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, die Verkaufspreise, die es gibt im Spiel, die sind 10% des Einkaufspreises. Das ist richtig krass. Und vielleicht kommt man aber auch später an so viel Geld noch im Laufe des Spiels, dass man versucht hier im Spiel dadurch so ein bisschen zu verhindern, dass man zu schnell zu reich wird. Lieber Willis. Welcome. What can I do for you this time? Ich hätte gern, dass du mir was anfertigst. Die Frage ist, bist du... Ah, er ist Rüstungsschmied. Verdammt, er ist kein Waffenschmied. Genau, ja, okay, das ist... Überspringe ich mal ganz kurz. Also wir können Sachen herstellen, den wählen wir links aus. Rechts ist dann die Beschreibung des Gegenstandes und in der Mitte steht, was wir brauchen. Also ich würde jetzt gerne dieses Schwert hier bei ihm herstellen. Aber er ist halt leider kein, Es hat leider keinen hier unten, das hier wollte ich machen. Wir haben auch die nötigen Zutaten, aber es hat leider kein Schwert-Schmied, sondern ein Rüstungsschmied. Deswegen können wir das leider nicht bei ihm herstellen. Zidarische Gambeson, den könnten wir herstellen. Der ist auch... Ach, eigentlich ist unsere Rüstung... Oh, ach, die ist sogar besser als die, die wir jetzt haben. Warte mal. Handel. Das ist KR-Morhena-Rüstung. Und die Kriegerlederrüstung, die wir schon herstellen könnten, wenn wir die nötigen Zutaten hätten. Na, da fehlt uns noch, was ist das? Draht? Vielleicht hat er ja zufällig Draht da. Dann könnten wir die herstellen, die ist viel besser als die, die wir schon haben. Und die können wir auch schon tragen. Oh, fett, ey. Wow, dann lass mal ganz kurz gucken. Lass mal ganz kurz beim Handel erstmal eben die Sachen verkaufen. Er gibt aber auch ziemlich wenig. Er gibt aber trotzdem mehr als der andere. Also sollte anscheinend, glaube ich, schon im Schmied Waffen verkaufen, weil der dann mehr dafür gibt als... Als ein normaler Händler sozusagen, weil der den Wert dieser Waffen wahrscheinlich gar nicht zu schätzen weiß an der Stelle, aber es ist trotzdem krass, wie wenig Geld wir für diese Waffen bekommen. Unser altes Hexersteilschwert würde ich, wie gesagt, ganz gerne aufheben. Das können wir gleich mal in die Truhe schmeißen. Das ist auch leider nicht ganz so gut hier. Jetzt bei 11 von 90 von der Tragekapazität, das ist, glaube ich, okay. Was gibst du mir denn für Silber? 10 Gold jeweils. Na, ich glaube, das hebe ich mir auch erstmal auf.
Also hast du Draht? Guck mal, das unten sieht doch gut aus. Draht. Sehr gut. Dann kaufe ich jetzt zweimal Draht. Dann können wir uns diese Rüstung herstellen. Ah, zerlegen können wir auch. Ah, wir können auch Sachen in die ursprünglichen Zutaten zerlegen. Das ist ja auch cool. Ah ja, coole Sache. Reparieren? Ah, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Unsere Stiefel reparieren wir mal. Oh, das ist auch teuer, ne? Ey, lass erstmal den Gegenstand herstellen. Ich weiß, wie viel das jetzt wieder kostet. 39, okay, das geht noch. Sehr geil. Dann haben wir jetzt nochmal was Schönes. Okay, warte mal, das Schwert benutzen wir. Achso, die sind eingerahmt, die wir benutzen. Okay, dann lass... Na, dann lass die jetzt reparieren. Das geht sogar noch, der ist nicht so teuer. Ich glaube, das hängt davon ab, wie kaputt die schon sind. Naja, es kostet immer... Guck mal, der kostet auch 3. Also jeder Prozent kostet 1 Gold, zu sagen. Das heißt, die sind 31, genau. Okay. Alter, das ist echt, echt mies teuer. Aber wenn die Sachen kaputt gehen, dann kann man sie nicht mehr verwenden. Sonst haben die dann kaum noch Schaden und das ist auch scheiße. Jetzt reparieren wir die jetzt, auch wenn es noch so teuer ist. Schon wieder fast pleite gewesen, ey. Das ist unglaublich. Ey, so ein armer Hexer, ne? Der hat ja so ein hartes Leben. Das ist unglaublich. So, warte mal ganz kurz. Kriegst gleich noch ein bisschen was verkauft. Ziehen uns mal ganz fix hier die neue Rüstung an. Ah, die sieht so aus wie unsere alte, aber hat halt viel bessere Stats. Finde ich super. Und dann können wir das Ding hier nochmal an ihn verticken. Siehst du, hat einen Wert von 103. Dieser Gambeson, den wir gerade anhatten. Verkaufen können wir den jetzt. Zeig mir mal deine Waren. Show me wait. Für 24. Na gut, aber es sind nicht 10%, sondern so 20% ungefähr. Das geht eigentlich auch noch fast. Das heißt, die Schwerter haben einen Wert von ungefähr 30, nee, von vielleicht 20 gehabt, schätze ich mal, ungefähr. Also es geht dann doch noch, wenn wir dafür 3 Goldstücke kriegen. Ist okay. So, wir haben eigentlich im Prinzip wieder kein Geld. Ich würde ganz gerne nochmal einen Satteltaschen kaufen, aber wir haben diesen, die gleichen, die wir schon haben. Oder einen Sattel, dann hält das Feld länger durch. Brauchen wir auch eigentlich nicht. Momentan ist noch alles okay. Okay, dann bin ich zufrieden. Wir haben eine neue Rüstung bekommen, die sieht wieder cool aus. Die coole gleiche von vorher. Sehr nice, finde ich gut. Jo, finde ich sehr gut. Und dann machen wir noch eine Schnellreise zu dem Punkt, wo wir vorhin waren, dass wir beim nächsten Mal, meine ich. Hier ist auch nochmal so ein Brief, den nehme ich auch nochmal fix vor. Suche Honigwaben, gute Bezahlung, große Mengen erwünscht, Tomira, die Kräuterkundlerin. Ah, das ist doch die, von der wir neulich gehört haben. Diese Tomira, der hat doch irgendwie einer gesagt, wir hatten doch bei dieser Quest mit dem Geist irgendwie irgendwas über die Dorfbewohner rausgefunden. Ich laufe mal so lange schon. Und da war doch irgendwie ein Name erwähnt, ich habe vergessen, wie die hießen. Und da meinte doch dieser komische Typ, bei dem wir den Quest dann abgegeben haben, dieser Vater von dieser kranken Tochter, die halt frisches Wasser brauchte, meinte doch dann, dass diese Kräuterkunterin Tomira das wohl kennt. Also den Namen vielleicht kennt. Das heißt, die scheint hier wirklich irgendwo in der Nähe zu leben. Wir müssen da bloß noch rausfinden, wo. Aber ich hoffe mal, dass wir auf sie nochmal irgendwann treffen werden. So, wir reisen jetzt mal fix. Wir könnten jetzt hier gleich zur Weggabelung reisen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so unklug. Dann reisen wir jetzt mal hier direkt zu dieser Weggabelung. Und machen wir nächstes Mal erstmal diese zwei Fragezeichen vorweg und widmen uns dann dieser Quest wieder, würde ich sagen. Das ist ein Plan. Ich hoffe, das ist okay. Oh, da vorne sieht auch schon wieder richtig einladend aus. Cool. Freue mich schon drauf. Dann bis morgen. Wie gesagt, schreibt nochmal in die Kommentare wegen Vorlesen. Ich habe schon wieder vergessen gehabt. Wegen Vorlesen, was ich vorlesen soll, wie viel, wie lange und ob euch das nervt oder ob ihr das gut findet, wenn ich das vorlese. Und dann sehen wir uns hier morgen wieder bei Let's Play The Witcher Wild Hunt. Bis dann.